Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Wir Piraten freuen uns sehr über diesen Antrag von der FDP-Fraktion, weil er Probleme und Ungerechtigkeiten im Umfeld der Kindertagespflege anspricht und hier auf die Tagesordnung bringt, die auch aus Sicht der Piraten dringend angegangen werden müssen. Doch ein wenig stehen wir auch zwischen den Stühlen. Die ganze Ausgangslage, wie sie im Antrag der FDP beschrieben wird, können wir so unterschreiben, zumal es ja wirklich eine klare sachliche Auflistung ist. Ein bisschen schwerer tun wir uns dann mit der Beschlussfassung, in der natürlich Lösungen für die Probleme vorgeschlagen werden. Am meisten stört uns dabei der Punkt 4, dass die privaten Zuzahlungen bis zur Verwirklichung einer einheitlichen Vergütungsstruktur wieder gestattet werden sollen. Damit widersprechen Sie sich ein wenig selbst. Im letzten Absatz der Ausgangslage beschreiben Sie, dass ja durch die ungleiche Bezahlung bzw. die ungleichen Gebühren, die von den Gemeinden erhoben werden für Kitas und für die Kindertagespflege, die Kindertagespflege dadurch unattraktiver wird. Das würde sie allerdings eben auch genau dann, wenn wir jetzt wieder gestatten würden, dass Zuzahlungen geschehen. Natürlich ist das Problem mit den Zuzahlungen sehr akut, denn die Kindertagespflegepersonen erhalten teilweise, wenn man sich das mal ausrechnet, etwa 1 Euro mehr als der derzeitige gesetzliche Mindestlohn in Deutschland. Und das nur bei vollständiger Auslastung. Das heißt, wenn Sie nur 4 Kinder haben in einer Stunde, haben Sie noch nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn hier in Deutschland. Und das darf und kann so nicht sein. Frau Asch, Sie sprachen vorhin an, dass diese Sache mit den Bezahlungen ja kommunale Selbstverwaltung ist. Ja, kann man so machen, steht auch so erstmal im Paragraph, was ist es, Paragraph 23 Absatz 2a des SGB 8. Dort steht aber auch, dass es nur dann die kommunale Selbstverwaltung ist, wenn das Land hierfür keine Regeln oder kein Entgeltsystem macht. Da wäre doch die erste Frage, ob es nicht zumindest mal angebracht wäre, einen Mindestbetrag für eine Stunde pro Kind festzulegen, um dann nicht völlig in die kommunale Selbstverwaltung einzugreifen, um Ihnen das also nicht komplett aus der Hand zu nehmen, aber einen Mindestbetrag, gerade bei der Debatte, die hier in Deutschland die ganze Zeit geführt wurde und auch von Ihnen mitgeführt wurde, zum Mindestlohn, sind die Beträge von 1,90 Euro pro Kind pro Stunde, was im Maximalfall zu 9,50 Euro pro Stunde führt, nicht akzeptabel. Wie Sie schon mitkriegen oder wie Sie schon mitbekommen haben, freuen wir uns sehr über den Antrag und über die Diskussionen im Ausschuss, weil er sehr, sehr viele Probleme aus der Kindertagespflege offenlegt und sie angehen möchte. Wie gesagt, mit den Lösungen sind wir nicht ganz so einverstanden, aber das wird sich ja dann im Ausschuss noch zeigen. Da werden wir noch darüber diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner.